So. Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es geht um ein Buchprojekt, das ich in die nicht geringe Anzahl von Publikationen im Open Source, Open Data Bereich einreihen soll. Ich habe hier einige Publikationen zusammengestellt aus dem Jahr, aus den letzten 10 bis 15 Jahren. Aber ich meine, dass dennoch der Bedarf da ist für aktualisierte das umfassendes Werk, nämlich ein Sachbuch über Open Source und Open Data in der Geoinformatik. Es soll ein Sammelband sein, das heißt, es werden viele Autoren dazu beitragen und einen richtigen Überblick bieten, sowohl über die Grundlagen, wie was sind Commons, was sind die Hintergründe dieser ganzen Open-Geschichte, was gibt es für gesetzliche Entwicklungen, was sind die technischen Standards, dann ein weiterer Abschnitt über die Technologien, welche Werkzeuge sind verfügbar, eine Handreichung für die Auswahl von Werkzeugen, frei verfügbare Datenquellen und insbesondere eine große Reihe von Beispielen aus der Praxis, die für die Leser nützlich sind. Da so eine kleine Mindmap, so noch mal was so als Überblick und können Sie nochmal in Ruhe anschauen. Später. So, die Publikation selbst soll nicht beim Verlag erscheinen. Dort habe ich seit vielen Jahren Kontakt mit dem Herrn Gerold Ulbrich. Und er hat, seit ich ihm von diesem Buchprojekt berichtet habe, hat er mich wiederholt darauf angesprochen, ist dann aussieht, weil er großes Interesse bekundet. Es soll ein gemeinschaftliches Werk sein. Meine Funktion wäre vielleicht, dass ich auch einen Teil dazu schreibe, aber vor allen Dingen als Herausgeber fungiere. Es liegen bereits eine Reihe von Zusagen vor, aber das reicht bei weitem nicht aus. Ja. Deswegen habe ich auch den Kontakt mit dem Vorstand von Voskis e.V. gesucht, um mich dort mit den Leuten abzustimmen, und somit wurde ich auf diese Vortragsmöglichkeit heute hingewiesen. Der Zeithorizont könnte sein, dass wir das dieses Jahr auf die Reihe bringen und das Werk zu InterGeo 2022 im Herbst publiziert wird. Warum ich als Herausgeber? Ich habe einen Hintergrund in Geodäsie und Geoinformatik und ich habe im Closed-Source-Bereich gearbeitet, aber seit ich Professor an der HFT Stuttgart wurde, engagiere ich mich verstärkt ausschließlich im Open-Source-Bereich und Open-Data-Bereich. Also ich bin aktiver Unterstützer von Open Source und Open Data, OpenStreetMap etc. Ich leite ein Geo4All Lab, ich führe Veranstaltungen durch, ich setze Open Source Software in meinen Vorlesungen und Übungen ein und ich mache Workshops über freie Standards und habe zu den Phosphor-G Academic Track beigetragen. Und ich bin halt Buchautor, wie dieses Werk, ne, das ja in der dritten Auflage bei Michmann Verlag erschienen ist. Und ich habe eine große Reihe von Tagungsbänden herausgegeben über internationale Weiterbildungsveranstaltungen, die unsere Fachgruppe durchführt. Ich war Co-Autor eines GIS-Lehrbuchs für den Bereich Geografie und, wie bereits erwähnt, war ich sehr engagiert im Bereich der Phosphor-G und habe 6 Phosphor-G-Proceedings mit herausgegeben. Ja, warum ein Sachbuch? Es geht halt darum, unsere Überzeugungen einem möglichst weiten Publikum näher zu bringen. Ich denke, ein Buch hat immer noch seine Berechtigung, auch im Online-Zeitalter, weil es symbolisiert eine anerkannte Thematik. Das heißt, anerkanntes. Ne? Und somit können wir vielleicht die Marktbedeutung dazu beitragen. Und ich nehme an, dass der Michmann Verlag mit einer Erstauflage von 1000 Exemplaren vielleicht das macht. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Michmann Verlag finde ich sehr wichtig, weil es ist eigentlich für mich schon der anerkannte Fachverlag, der die Bücher auch noch einigermaßen preiswert herausbringt. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen euch motivieren und Ideen mitbringen. Kontaktieren Sie mich, Franz Josef Beer. Sie finden mich auch leicht im Internet. Lassen Sie mich Ihre Beitragsidee wissen. Arbeitstitel, was könnte drin stehen, wie viele Seiten könnte es sein, wie sieht Ihr zeitlicher Horizont aus, und vielleicht sehen wir uns auf einer der Forumsbühnen. Vielen Dank.